Hallöchen, meine Freunde, willkommen zurück bei ARK hier im Redwood. So, ich habe mal zwei neue Mods rangeschafft. Zum einen habe ich hier jetzt eine. Ich habe vergessen, wie die Mod heißt. Platforms Plus oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und zum anderen. Neues Fernglas. Jetzt kann ich endlich mal ein bisschen zoomen und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, ich kann die Torpole Tiere sehen. Wunderbar. So, aber wieso zoome ich jedes Mal wieder raus? Nee. Hä? Doch, jedes Mal zoome ich raus? Ist komisch. Naja, egal. Gut. Eine zweite Baumplattform habe ich auch schon platziert. Aber ich werde wahrscheinlich eine wieder wegmachen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich schätze mal die untere. Es sei denn, mir fällt was Cooles ein, was ich damit machen kann. So, und ich habe noch was entdeckt. Und zwar da hinten. Schauen wir mal. Da fliegt ein roter Petri. Mit Level 90. Eine Hammerfarbe. Ich weiß noch nicht, wie ich jetzt den am besten zähmen könnte. Ich habe hier, glaube ich, auch kein Zähmmaterial dabei, ne? Ne, der Biber hat nichts. Doch, hier sind Narkose. Ja, hier ist ein bisschen Narkosezeug. Ja, ich könnte mir ein, zwei Pfeile machen. Die Frage ist nur, wie komme ich an den Vogel ran? Ja, der hängt da unten. Die hängen da unten immer alle im Wasserfall fest. Also besonders schlau sind sie nicht. Naja, egal. Der wird da noch eine Weile hängen. Dann können wir uns mal hier die Plattform angucken. Ich habe schon zwei Stück gemacht. Einmal die normale Baumplattform und einmal die Cliff-Plattform. So, das Besondere an dieser Plattform ist, ich kann es an die Wand klatschen. Voll geil, oder? Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel, na, sagen wir mal so, oder na, vielleicht mal ein bisschen höher. Je nachdem, wie man gerade lustig ist. Zum Beispiel hier so. Mal gucken. Ja, ich könnte zum Beispiel die Plattform hier ist ja noch ein bisschen mehr zu mir kriege. Zum Beispiel hier an die Wand klatschen. Zum Beispiel. Oder da hinten an die Wand klatschen. Oder ich könnte sie auch hier an die Wand klatschen. Irgendwo. Gut, da muss ich mir noch was überlegen. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um die andere Baumplattform. Und nämlich zwar die normale. Die werde ich jetzt da drüben an diesen anderen Baum klopfen. Da muss ich mal gucken, müssen noch ein paar Teile ran schaffen, weil es gibt noch mehr für diese Plattformen. Oh je, wenn ich sie jetzt platziere, hänge ich im Baum fest, oder? Oha! Ich sehe gerade, die ist etwas größer als die normale. Und unsymmetrisch größer. Auf der rechten Seite ist sie länger als auf der linken. Das ist ja komisch. Ernst? Oder sieht das jetzt einfach nur so komisch aus? Ich muss jetzt mir das mal angucken. Was hat der Modder denn da fabriziert? Oder nee, das sieht nur so aus, oder? Das ist doch genau gleich. Ich sag das bestimmt nur im Winkel. Die ist tatsächlich größer. Ist ja Wahnsinn. Ich dachte mir schon, die kam mir schon so groß vor, als ich sie das erste Mal ausgepackt hatte hier so. Wow. Naja, egal. Gut, wenn die Mod nichts taugt, dann werde ich wahrscheinlich wieder deinstallieren, aber ich glaube, das Ding ist trotzdem mal da an den Baum ran. Und zwar so. Na, nicht so. So, jetzt mal gucken. Das ist doch jetzt nicht hier. Ist doch jetzt nicht viel größer, oder? Also unsymmetrisch meine ich. Nee. Ist doch. Obwohl es wirkt so, als wäre sie da hinten tatsächlich ein bisschen länger. Ich guck mal für weiter oben. Nee, sieht ja nicht schön rund aus. Naja, okay, egal. So, jetzt wollen wir mal sehen. Ja, wunderbar. Das ist tatsächlich fast dieselbe Höhe. Das heißt, ich könnte da schöne Brücke rüber basteln. Naja. Oder der Petri ist ein Stück weiter gekommen. So, wir haben hier aber noch Metall, das gerade durchläuft. Ach ja, die Brücke habe ich jetzt auch mal fertig gebastelt. Offscreen schnell und
Ja, hier muss ich ein bisschen improvisieren. Weil das Ganze war doch nicht durchdacht. Ich habe genau da, wo jetzt die Osocraft-Plattformen sind, konnte ich keine Originalstrukturen setzen. Aber witzigerweise mit den Osocraft-Plattformen darunter funktioniert das einwandfrei. Das heißt, ich könnte jetzt das Gebäude, was hier hin soll, völlig frei hängend hier bauen. Das Einzige, was ich natürlich wieder nicht bedacht habe, ist, dass wenn ich jetzt hier die Pillars setze, die wieder oben rausgucken, ne? Naja. Gut, ich weiß ja noch nicht, wie groß das Ganze... Eigentlich hätte ich hier gerne ein rundes Gebäude hier, aber das ist ja leider nicht möglich. Ich hatte nicht mal eine Mod gestern noch runtergeladen. Und bei der es runde Strukturen gibt. Aber... Baurezepte sind sehr merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, was sie alles von mir wollen. Ich habe ein Seil. Oh nein, er ist weg. Er fliegt weg. Wo willst du hin, mein Freund? Das ist die Frage. Wie viele Pfeile bräuchte ich, um dich zu zähmen? Komm, pass auf. Ich mache jetzt... Huch, nee, hier. Ich mache jetzt einfach mal 7 Stück. Sieben müsste eigentlich reichen, oder? Ich meine, der Bogen, der haut ordentlich rein. Und jetzt kann ich ja kontrollieren. Den Torpor-Wert. Wenn es nicht reicht, dann kann ich noch schnell welche nachcraften. Das einzige Problem wird jetzt Prime Meat sein, tatsächlich. Obwohl, irgendwo hier lief doch noch ein... Ach nö, der ist weg. Na egal. Prime Meat kriege ich hier, müsste ich ja nicht schnell kriegen. Hier im Redwood. So, wo ist jetzt der Vogel? Also entweder... Ah, jetzt hängt er da vorne im Wasserfall. Ne? Auch gut. Auch gut. So, und die Morphodon fliegt hier auch rum. So, mein Freund. Wenn ich jetzt hier abspringe? Huah. Jetzt ist die Frage. Es könnte natürlich sein, dass er jetzt direkt betäubt wäre und mir dann ersäuft hier. Ja, ich probier's, was soll's. Mehr wie schief gehen kannst nicht. Gucken wir mal. Zack. Oh, ja. Hat ja wunderbar funktioniert. Ja, der erseucht mir jetzt gerade hier, oder? Nein. Das sieht nicht so aus. Oder? Ich muss mal... Kann ich hier mal... Wenn ich hier lande und dann rüberschwimme, müsste das doch eigentlich gehen. Hui, schauen wir mal. Doch, der erseucht mir gerade. Ja, der erseucht mir. Ich könnte es natürlich probieren, doch mal schnell Fleischrand zu besorgen. Schnell irgendwo, um zu gucken, ob er vielleicht schneller frisst, als er ersäuft. Aber das sieht eher schlecht aus. Dann muss ich jetzt erstmal noch Fleisch finden. Irgendwas Großes. So ein Para oder sowas, wenn jetzt nicht schlecht. Guck mal, hier oben ist ja auch schön, ne? Da ist ein Kano, der gibt Prime Meat. Komm mal her, mein Großer. Komm, werde ich nicht. Das ist ja so eine Chance gegen einen Vogel. So, rohes Prime Meat. Jetzt mal schnell darüber. Ich hoffe, das funktioniert noch, aber ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Es dauert so ewig, bis die Viecher anfangen zu fressen. So, gib mal schnell 1, 2, 3, 4, bla bla bla. Scheiß drauf. Das wird sowieso nichts. Oh, komm, 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 komm. Schnell rein mit dir. Zick, zick, zick. Wie sieht's aus? Oh je. Das wäre natürlich sehr geil, wenn das tatsächlich noch schaffen würde, aber... Das wird nichts, das weiß ich jetzt schon. Eine Höhle? Nein? Dümpeln? Nö, schade. Ich hätte denken, dass hier eine Höhle ist. Komm, mein lieber Friss. Außer mit Level 90, das wird sowieso nichts. Bisschen Zeit hat er. Aber der Nahrungswert fällt so langsam. Oh je.
Oh je. Yeah. Komm schon. Der hat eine echt coole Farbe. Jetzt ersaufe ich hier selber. Oh oh. Hallo? Schwimmst du mal oben? Geht der unter wie ein Stein, der Typ? Ah, hier ist gut. Hier ist gut. Oh oh, jetzt ist vorbei. Das droppt das Leben. Jetzt friss! Junge, friss! Alter! Oh, das hat keinen Wert. Der ist weg. Ciao, das war's. Gut, ich hab's mir ja gedacht. Ich hätte ihn vielleicht erstmal boxen sollen oder so, damit er versucht wegzufliegen. Das wäre vielleicht schlauer gewesen, aber warte mal, hier oben. Latsch. Lief vorhin noch ein roter Bär rum. Der ist auch weg. Ah, hier ist ein Hirsch. Vorhin war hier noch ein roter Bär. Da! Was hat der für ein Level? Gut, aber das gefällt mir nicht so. Obwohl er auch sehr interessant aussieht. Du hast Level 100. Wow, und sogar ein Männchen. Aber für dich reichen 6 Pfeile nicht. Naja, egal. Oh, das sieht schon cool aus da hinten, ne? Warte mal, wo ist die Baumplattform? Ach, da. Da kann man auch was Cooles hin basteln auf den kleinen Felsvorsprung da. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, das wird noch ein riesen Spaß hier. So, jetzt aber genug Zeit vertrödelt. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier noch was machen. Nicht runterfallen. So, jetzt pass mal auf. Wir haben ja noch andere Sachen. Zum Beispiel Large Wound, Wedge, was auch immer. Das sagt mir gerade überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was es ist. Das braucht... Oh, Zement. Oh. Oh, 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 oh. Ich habe kein Zement. Ich habe kein Zement. Weil die Baumplattform, also beide Plattformen habe ich in meiner alten Basis gecraftet. Okay, ich habe eine Idee. Ich weiß, wo wir Zement herkriegen. Müssen wir allerdings ein bisschen wo fliegen. Aber das Redwood ist ja zum Glück nicht groß. Naja, zum Glück. Wie man es gerade sehen möchte. Es könnte größer sein. Oh, oh. Ich kriege immer Panik, wenn ich hier an den Bäumen vorbeifliege. Wegen diesen nervigen Viechern, die immer dann vom Vogel pflücken. So, da vorne läuft ein Para. Schön. Lass mich mal gucken, da vorne irgendwo müssten Biber sein. Da müsste ich hoffentlich genug Zement herkriegen, um da ein bisschen zu experimentieren mit dem Zeug. Also wenn ich richtig gesehen habe, kann man dann tatsächlich richtige Baumhäuser bauen, fertige. Man muss einfach nur... Oh, der Affe, der läuft hier auch noch rum, ne? Level 100, oh, schön, schön, schön. So, hier haben wir ja 1, 2, 3 Biberstämme. Und einen ganzen Haufen Biber. Okay. Wow. Wow, hier sind echt viele Biber. Hier sind echt viele Biber. Da drüben ist keiner. Ich fange mal da an. So, ich nehme mal hier... So, jetzt kommen sie schon angerannt. Ui, das halte ich jetzt mal liegen. Ui, da kommen sie. Da kommen sie. Was ist los? Ey, wieso bin ich jetzt vom Vogel geflogen? Was soll das? Hui. Was soll der das denn jetzt? Ich will euch doch gar nicht töten. Ah, Mann, ich will nicht. Hm.
Was hat mich denn jetzt schon wieder gebissen? Ach, eine verdammte... verdammte Käfer. So, warte mal, wo ist der nächste Biberdamm? Hier. Oh, ihr seid ganz schön flink, ne? So, schnell... schnell leerräumen. Damit ein neuer spawnt. Ihr garstigen kleinen bissigen Viecher. Wo sind jetzt die anderen? Da waren doch auch noch welche. Da vorne, oder? Ist das ein Alpha-Kano oder ein normaler Kano? Das ist ein normaler Kano. Zähl schon mal her. Level 50 allerdings nur. Oh, Alter, guck mal, den Biber. Was für ein Level hast du, mein Freund? Nur 20? Oh, das ist aber ja mal schade. Der hat eine schöne Farbe. Warte mal, ich glück dich hier mal raus. Oh, nee, nicht du. Obwohl, der Weiße ist auch hübsch. Der Weiße ist auch hübsch. So, du geh mal weg. Kann ich jetzt hier gar nicht gebrauchen. So, du hast Level 20, ne? Du bist... oh, Mann, du bist echt ein Hübscher. Okay, wie viel Zement habe ich jetzt? 3, 4... 400. Das ist nicht gerade sehr viel. Oh, du hast nur Level 20. Könntest du jetzt nicht 120 haben? Dann wäre ich zufrieden. Weil du rennst mir eh noch hinterher, ne? Da ist noch mehr Biberchen. Ah, da ist ja schon ein neuer gespawnt. Das ging ja fix. Ach nee, warte mal. Ist schon vorhin schon da, oder? Ja, alter Schwede. Oh, oh. Ah, ciao. Schnell weg. Gott sei Dank sind es nicht die schnellsten Viecher. Ist der Rechner warm. Wieso spawnen neuerdings so viele rote Viecher? Ich verstehe es gar nicht. Roter Kano, roter Biber, roter Petri. Sind alle rot vor Wut wahrscheinlich, weil ich hier die ganze Zeit ihr Zeug klau. Oh, jetzt komm, jetzt hör auf. Geh weg. Lass doch mal meinen Vogel in Ruhe hier. Oh, der ist aber auch hübsch. Ja. Wo kommst du? Wo kommst du denn her? Mach mal langsam, Alter. Uiuiui. Heil, lang, zack. Jetzt geht's aber los hier. Okay. Dann halt doch so. Sammelt er das ganze Zeug auf, was ich eigentlich vermeiden wollte. Ja, ein bisschen Leder kann auch nicht schaden. Oh nein, da ist der Rote. Sag mal. Oh. Die armen Biber. Wie viel Pelz hast du jetzt gesammelt? Ja, ganz ordentlich. Alles nur, damit ich hier dieses Zement kriege. So, warte mal, das packe ich jetzt wieder aus hier. Oh, da kommt schon der nächste. Uiuiui. Ui, ui. So, Vögelchen hat ein Level up. Was machen wir denn? Leben, Schaden, Gewicht, Ausdauer. Ach, das ist alles eigentlich... ich würde eigentlich sagen... Leben. So. Okay, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Zement. Das ist schon mal nicht schlecht. Den Damm da vorne haben wir leergeräumt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe nur nicht... Und tschüss. Was hatten die alle so Angst vor mir? Komm mal her. Hast du ja wohl gedacht, wa? So, den räumen wir jetzt auch noch schnell aus hier. Ich glaube, ich bin eigentlich, hätte ich das heute ganz häufig mitnehmen können. Der Vogel kann ja doch eine ganze Menge tragen eigentlich. Naja, was soll's. Ah, Ameisen. Ah, da.
Nee, warte mal, das ist kein Router, oder? Aber... Was ist denn hier nicht richtig? Lass mich mal in Ruhe jetzt. Das ist auch eine hübsche Farbe. Schwarzer Biber. Weiblich 140. Das heißt, ich lasse den Biber jetzt mal, meinen Vogel jetzt mal stehen und gehen wir ein bisschen zu Fuß. Vielleicht finde ich noch einen hübschen Biber. Was hast du? 60. Müsste ich mal allerdings erst ein Zähmgehege bauen, weil ich habe... Ja, ich habe bei mir da hinten nichts, wo ich den Biber reinwerfen könnte. Und hier auf offenem Feld zähmen ist, nicht so. Und ich glaube, für den Biber bräuchte ich sowieso noch Material. Oh, jetzt wird mein Vogel schon wieder angegriffen. Werde ich doch mal. Hey, Lanzack. Was haben wir denn? Haben wir ein Weibchen? Ja, wir haben auch ein Weibchen, ne? Wir bräuchten tatsächlich ein Männchen. Naja, okay. Wie sieht's aus? Schnelles Zement an die... Kann sie ja mal mitnehmen. Ich werfe sie dann einfach irgendwo da hinten ab. Und dann... Mal schauen, ich habe wahrscheinlich eh nicht genug Pfeile und Munition dabei. Ein roter Diplo. Ich wollte eigentlich nur das ganze Zement haben. Mehr nicht. Ihr seht hier ein Tier zähme, das war eigentlich überhaupt nicht so geplant. Das war nicht mein Plan. Nicht mein Plan. Jetzt habe ich die ganze Zeit offen. Hey! Jetzt habe ich hier die ganze Zeit ein offenes Auge nach irgendwelchen speziellen Tieren mit spezieller Farbe. Aber lauter roter Tiere hier. Oh Gott, oh Gott. Bin ich eigentlich lebensmüde hier so tief? Da hängt schon der nächste. Guck ihn dir an. 25, na gut, der. Alter, das war knapp. Hat zum Glück nur den Vogel erwischt. Nicht mich. Boah, wie viele Bäume hier schon. Ey. Lass doch mal auf zu beißen. Wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich hin? Ah, ich bin schon fast da. Alles klar. Okay. Ich dachte schon, ich hätte mich verflogen. Ja, an diesen komischen Strich da unten. Was ist das überhaupt? Was ist das denn hier? Ach, jetzt hat er... Ich hab den Vogel, den Biber aus diesem Fallen lassen. Komm mit. Zieh dich nicht. Oder... Der Hirsch sieht aber... Quatsch, es ist einfach ein Hirsch. Ein Reh. Das sieht ziemlich angeschlagen aus. So, jetzt müsste ich theoretisch eigentlich nur noch hier rüber und dann bin ich ja schon da, oder? Genau. Wunderbar. Ein lila Lootrop. Könnten wir eigentlich noch schnell holen. So, jetzt die Frage, wo werfe ich dich ab? Gibt's hier keine natürliche... Irgendwas natürlich, wo ich dich zähmen könnte? Wenn ich dich ins Wasser abwerfe, kriege ich dich nie wieder. Da hinten... Komm, ich werfe den jetzt einfach mal hier ab, der folgt mir jetzt sowieso noch. Oh, was bist du denn? Ist ja auch ein hübscher. Männlich 45. Oh, jetzt ist er schlecht gelaunt. Jetzt ist er schlecht gelaunt. Also, hat er Pech gehabt. Mir egal. So, mal schauen, hoffentlich ist da was Vernünftiges drin. Was fliegt hier rum? Und die Morpho dann, will ich hoffen.
Ah, ein Kompi. So, was haben wir hier? Ein Iguan und dann Sattel und Metallrohr. Ist einfach umgefallen. So, zeig mal, was hast du wieder für hübsche Farbe? 45, oje. Die Farbe ist zwar ganz hübsch, aber 45 ist ja nicht das beste Level. Der rote Bär ist immer noch da. Da rennt noch ein Dödi. Zeig schon mal. Warum bist du so angeschlagen? Seltsam. Okay, wieder zurück. Genug Zeit vertrödelt. Wo ist der Biber? Ist er jetzt noch da hinten oder ist er mir jetzt hinterher geschwommen? Ja, hier ist er nicht. Wenn, dann ist er sowieso da oben lang gerannt, ne? Oder ist er noch? Der ist noch da. Der hat sich beruhigt. Die Ruhe weg. Alles klar. Gut zu wissen. Müsste ich vielleicht mal wieder zurück und ein paar Betäubungssachen holen. So, warte mal. So, lange hat es gedauert, aber ich bin... Was mache ich denn? Ich habe das gefunden, was ich suche. So, jetzt mache ich das Ganze mal hier rein. Die Perlen, die schmeiße ich jetzt einfach mal hier rein. So, nee, du bist auch ein Weibchen. Nee, dann braucht man ein Männchen. Wäre nicht besser. So, was brauchen wir noch für das ganze Zeug hier? Lass mal gucken. Ja, Metall, das haben wir natürlich auch. Holz kriegen wir schnell. Fasern müssen wir eigentlich auch eine ganze Menge haben. Vielleicht mal gucken. Irgendwo sind bestimmt noch Fasern zu nutzen. Ich habe die Sichel noch dabei. Glaube ich zumindest. So, komm, gib mir die ganzen Fasern her. Metall und Holz. So viel Zeit haben wir jetzt noch. Also, dann nehme ich mir jetzt wieder mal. Moment. Das geht schneller. Das geht so viel schneller. Komm mal mit. Ja, so nicht. Komm jetzt. Was machst du denn jetzt? Greif doch den Biber jetzt. Geht doch. Vielleicht nicht unbedingt beim Bär da unten. Zwei Bären. Ja, komm, wir gehen mal darüber. Schnell. Zwei Bäume, dann bist du sowieso voll. Ja, komm, lande. So, komm mal mit. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Vogel. Haben wir's dann? Was ist mit dir, du Mistvieh? Ruhe. So. So, 1200 Holz. Sehr schön. Jetzt nehmen wir noch den damit und dann haben wir es auch schon. Du sollst ja nicht die Bären. Ne, egal. So. Hast du keine Bengel auch schon überladen? Ja, ist ja gar kein Bengel. Ist ein Mädel. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist aber gar nicht mal so lustig hier. Das ist halt lieber so überladen, dass ich den Vogel nicht mehr tragen kann. Komm, schmeiß mal die ganzen Bären raus. Zack, 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 zack. Oh, ich glaube, ich werde ein bisschen Holz da lassen müssen. Du bist massiv überladen, oder? Heiliges Blechle. Aber sowas von. Ja, scheiße. So, ich glaube, jetzt müsste ich dich wieder tragen können. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Nö. Alter, dann halt nicht. Okay, weißt du was? Machen wir es halt anders. Nur nicht die Bären aufheben. Dann nehme ich jetzt erstmal das Holz mit. Biber bleibt stehen. Pack das Holz schon mal in die Werkbank. Ah, ich glaube, das wird ganz cool hier. Das wird die Folge halt ein bisschen länger heute. Macht nichts. Wieso nicht? So. Ja, klasse. Am besten. Genau. So, das kann weg.
So, jetzt gehen wir schnell unseren Biber holen. Wo ist er denn da? Er sitzt hier und wartet schon sehnsüchtig. So, komm. Ach, ich werfe jetzt trotzdem mal ein bisschen Holz raus. Was soll's? So, jetzt aber, oder? Jetzt müsste es doch gehen. Sage mal, Vogel, was ist denn los mit dir? Sonst kriegst du es doch auch gebacken. Nee, das wird so nix. Geh weg. So, wo ist das Holz? Das schöne Holz. Ja, hier ist keins. Hier ist noch welches. Komisch, mit dem Dödi geht es und mit dem Ankylo. Wenn der Ankylo voll ist, kann ich den locker noch mit dem Vogel trotz. Weg mit dir. Schreck mich nicht so hier. Du Mistvieh, du. Ja, wenn der Ankylo vollgeladen ist, kann ich ihn locker noch mit dem Vogel transportieren. Den Biber. Ja, kein Wunder, du hast ja auch einen Haufen Fell dabei, sag mal. Was? Geht das jetzt hier? Nee, natürlich nicht. Warum bist du so voll? Ist ja ärgerlich. Da kommen wir ja nie vorwärts hier. Ich war noch mal belegen, ob ich hier unten einen Teil zumindest mit Foundations voll klatsche. Aber mal sehen. So, du sollst doch neben der wegkommen. Verdammt, bitte. Oh, langsam. Ja, so wird das hier echt nichts. Wegen 400 Holz jedes Mal hin und her fliegen. Wisst ihr was? Ich mache jetzt den Rest offscreen. Ich werde mal gucken, dass ich ein paar so Plattformbauteile bastel. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.